Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 22, Kurzurlaub. Hallihallo, liebe Individualisten. Hier ist mal wieder der Chris und ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge 22. Dieses Mal geht's um unseren Kurzurlaub in Kärnten. Ich habe euch ja in den letzten Folgen schon erzählt oder angekündigt, dass ich gemeinsam mit Stefan, Tamara und Clemens über das lange Wochenende am 15. August, der ja bei uns in Österreich ein Feiertag ist, ein Tauchwochenende einlegen möchte. Und das also über 4 Tage, von Donnerstag bis Sonntag. Leider ist das Ganze nicht ganz so gelungen, wie wir uns das eigentlich ursprünglich gedacht hatten, weil der Stefan hat dann am Dienstag eine Mittelohrentzündung bekommen und dementsprechend ist dann die Taucherei natürlich sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Allerdings haben wir natürlich den Urlaub trotzdem angetreten, sind nach Kärnten gefahren und haben kurzerhand die Planung umgedreht und haben dann einige Ausflüge gemacht in Kärnten. Und ja, über die will ich euch heute ein bisschen was erzählen. Gestartet sind wir eigentlich schon am Mittwochnachmittag. Da sind wir runtergefahren nach Kärnten, damit wir dann eigentlich ab Donnerstag schon den vollen Tag ausnutzen können und da gleich in der Früh sozusagen in Kärnten starten können. Dementsprechend haben wir schon von Mittwoch auf Donnerstag dann in Kärnten schon übernachtet. Und wir haben unser Hotel gehabt, ganz in der Nähe vom Villacher Hauptbahnhof. Und zwar ist das das Hotel Mosser in der Bahnhofstraße. Sind vom Bahnhof vielleicht 2 Minuten, wenn man zu Fuß geht. Und ist ein sehr nettes Hotel, sauber, gutes Frühstück, also Frühstücksbuffet erste Klasse, also das ist wirklich, gibt's alles von Fleisch, Käse, Obst, Müsli, Joghurt, Frühstückseier, alle möglichen Getränke und. Also absolut empfehlenswert, auch zu absolut fairen Preisen, das war absolut okay. Und das Schöne ist halt, dass dieses Hotel wirklich sehr zentral in Villach liegt, durch die Nähe zum Hauptbahnhof. Ja, und das war sozusagen für die nächsten Tage unser Hauptquartier, von dem wir dann in der Früh mal losgestartet sind. Und los ging es dann eben gleich am Donnerstag in der Früh, am 15. Und das Erste, was wir mal gemacht haben, war, dass wir mal geschaut haben, wo wir die Kärntencard herbekommen. Kärntencard ist so, ja, im Prinzip so eine Ermäßigungskarte. Also da bekommt man viele Eintritte in Sehenswürdigkeiten kostenlos oder eben gute Rabatte. Das Ganze wird ein bisschen unterstützt von der Kärntner Landesregierung. Und ja, es kostet, glaube ich, für eine Woche für einen Erwachsenen 36 Euro. Und von dem her ja, ist das eigentlich okay, wenn man das sehr schnell eigentlich erinnern hat. Wenn man wirklich sich ein paar Sachen anschaut, dann hat man den Preis eigentlich sehr schnell erinnern. Bekommen haben wir die Kärnten-Card dann in einem Schwimmbad. Die haben eine Verkaufsstelle für die Kärnten-Card. Und dort haben wir die dann organisiert und sind dann weitergefahren in das Nationalparkzentrum Bios. Das ist das Nationalparkzentrum vom Nationalpark Hohe Tauern in Kärnten. Und das ist gleichzeitig auch so ein Museum zum Angreifen und Mitmachen. Ist also speziell für Kinder sehr interessant, weil man dort wirklich viele Experimente machen kann. Dort sind viele Mikroskope auch aufgebaut, wo man durchschauen kann und sich Insekten anschauen kann, Flechten anschauen kann, alles Mögliche.
Eine Wasserlandschaft ist aufgebaut, wo man Wassertiere dann hat, die man sich anschauen kann. Einiges mit Wind, mit Licht. Und das große Highlight von dieser ganzen Anlage ist die Riesenseifenblase. Funktioniert im Prinzip so, ist eine Stange, die auf Seilen geführt ist, die in eine Seifenlauge eingetaucht wird. Das Ganze kann man dann hochziehen. Und dann hat das Ding so irgendwie 2x2 Meter oder so und ist halt eine ganz große, ja, sozusagen Wasserfläche, die da aufgespannt wird. Und halt eben schillert in allen Farben, bedingt durch die Lichtbrechungen. Ist auf alle Fälle sehr sehenswert, das BIOS. Es gibt auch eine Sonderausstellung über den Nationalpark selber, wo verschiedenste, ja, Gegebenheiten aus dem Nationalpark beschrieben werden, wo auf verschiedene geschützte und seltene Tiere eingegangen wird, auf Pflanzen, auf Höhenschichten, auch auf die Gesteine, die da vorkommen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall einen Besuch wert. Und der Eintritt ist zum Beispiel bei der Kärnten Card mit dabei, das heißt, den bekommt man dann kostenlos. Vom BIOS ging es dann weiter ins nahegelegene Hallenbad. Da haben wir dann noch so ein bisschen, so für 2 Stunden, ein bisschen entspannt im Whirlpool und ein bisschen geschwommen. Und der Clemens konnte dann dort noch rutschen und so weiter. Also so ein bisschen, ja, Freizeitvergnügen halt einfach. Jo, dann ging es weiter an den Stapitzer See, der dort ganz in der Nähe ist. Und dort haben wir in einem Gasthaus fast direkt am See Mittag gegessen und sind dann nach dem Mittagessen eben weiter zum Stapitzer See. Der Stapitzer See ist schon Kernzone vom Nationalpark, oder Außenzone vom Nationalpark Hohe Tauern, liegt also schon im Schutzgebiet. Und hat auch strengstes Badeverbot. Und ja, ist ein relativ weitläufiger See. Allerdings darf man sich da jetzt nicht irgendwas in der Größenordnung vom Wörthersee so erwarten, sondern ist halt so ein im Prinzip schon fast ein Gebirgssee mit so einem bisschen, ja, grünen Gürtel rundherum und diverse schilfartige Wasserpflanzen, die auch am Ufer wachsen und so weiter. Auch einiges an Fischen drinnen. Und ist sehr nett zum Anschauen, zum Spazieren dort. Es ist dort auch ein sehr großer Spielplatz bei dem See. Also auch das für Kinder auf alle Fälle einen Besuch wert. Das ist so ein bisschen Abenteuerspielplatz mit einem Seil, was quer über den Abflussbach vom Stapitzer See gespannt ist. Und ja, kann man einiges erleben dort. Und wie wir dort dann weggefahren sind, war es dann schon Nachmittag und wir haben uns dann gedacht, naja, was machen wir jetzt mit dem Nachmittag noch? Und sind dann auf das Ritterfest auf der Burg Sommereck gefahren. Wobei man sagen muss, dass wir uns da ein bisschen mehr erwartet haben, weil das Ganze war nicht wirklich auf der Burg, sondern unterhalb der Burg. Und ja, es waren zwar schon einige so mittelalterliche Standeln aufgebaut, so auf Mittelaltermarkt und so weiter. War ganz nett, aber für die Ritterspiele hätte man dann nochmal separat Eintritt zahlen müssen. Also so, der Markt und so war frei zugänglich, aber für die Ritterspiele hätte man dann nochmal zahlen müssen. Und die Ritterspiele waren, ich glaube, 2 oder 3 Mal am Tag. Und für das, dass das Ding sich Ritterfest nennt, ist das halt auch irgendwie, ja, ein bisschen schwach gewesen, unserer Meinung nach, aber okay. Und es war dann auch so, dass kurz bevor wir hingekommen sind, eigentlich dann schon die letzten Spiele für den Tag angefangen haben und ja, dann irgendwie, ja, war das auch komplett abgeschirmt, also dieses Veranstaltungsgelände für die Ritterturniere sozusagen selbst war eigentlich komplett abgekapselt, man hat da nicht, überhaupt nicht hingesehen und ja, das Ganze war dann irgendwie
jetzt nicht so der Bringer und wir sind dann wieder weitergefahren und haben dann geschaut, okay, was könnte man noch machen? Sind dann zurück nach Villach und haben dann die Villacher Alpenstraße besucht. Die Villacher Alpenstraße ist eine Mautstraße und also zumindest im Sommer ist sie mautpflichtig. In den Wintermonaten ist sie mautbefreit. Wahrscheinlich einfach deswegen, weil sich das nicht rentieren wird, dort die Maut einzutreiben in den Wintermonaten, weil dort einfach so wenig Leute dann unterwegs sind. Und ja, die sind wir dann hinaufgefahren, Stück für Stück. Da hinauf sind, ich glaube, in Summe irgendwas bei 7 Parkplätzen. Also in Summe, insgesamt sind es 11 Parkplätze, wobei aber die letzten 4 oder 5 Parkplätze da eigentlich so in einem Kretzel beieinander sind. Und ja, wir sind dann natürlich bei den Parkplätzen stehen geblieben, haben so ein bisschen Aussicht genossen, Fotos geschossen und so weiter. Und ich habe die Gelegenheit auch genutzt zum Geocachen. Ich habe dort, ich glaube, insgesamt 4 oder 5 Dosen habe ich gefunden. Nicht alle, muss ich auch dazu sagen, aber die meisten habe ich gefunden. Und ich wollte halt dann auch nicht übermäßig viel Zeit in das Ganze investieren, weil es dann schon relativ spät war. Und wir dann einfach geschaut haben, dass wir raufkommen, noch bei halbwegs vernünftigen Lichtverhältnissen, damit wir dann eben auch von oben noch mal Panorama fotografieren können. Und ganz oben ist dann auch noch mal ein Spielplatz. Und den wollten wir natürlich dem Clemens auch noch vergönnen, nach dem langen Tag. Ja, und haben dann einfach den Ausblick auf die, ja, von der Villacher Alpenstraße sozusagen dann genossen, über Villach und hinüber eigentlich ja fast bis zum Wörthersee. Es war leider ein bisschen diesig. Es war die Sicht nicht übermäßig gut, aber es war okay. Und diese Villacher Alpenstraße geht rauf auf den Dobratsch. Das ist ja eigentlich der Hausberg von Villach. Dort ist auch eine Sprungschanze, eine Skisprungschanze, die ich glaube für Sommerspringen verwendet wird, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, das haben wir dann sozusagen als Abschluss für den Tag noch gemacht und sind dann wieder zurück ins Hotel. War dann eh schon ziemlich spät und haben dann eigentlich damit den Tag so ziemlich beendet. Und sind dann, ja, haben dann den Clemens noch schlafen gelegt und sind dann selber auch irgendwann schlafen gegangen. Jo, dann am Tag 2, am 16.8. ging es dann in der Früh zur Reiseckbahn. Leider waren wir da ein bisschen spät dran, weil der Clemens ziemlich spät eingeschlafen ist und dementsprechend dann lang geschlafen hat. Und jetzt waren wir erst um 9:30 am Vormittag erst bei der Reiseckbahn. Und die Reiseckbahn ist eine Stanzelbahn auf das Reiseck hinauf und wird betrieben vom Verbund, der, ich denke mal, so ziemlich der größte österreichische Stromerzeuger überhaupt ist. Und die betreiben eben diese Bahn. Und wir wollten eigentlich rauffahren, weil von oben man einen schönen Blick hat und vor allen Dingen auch der Kontrast relativ extrem ist, weil herunten ist sehr viel Wald und Grün und ja, schöne Vegetation und oben auf dem Reiseck ist es eigentlich sehr felsig und sehr, sehr karge Vegetation und einige Stauseen eben von den Kraftwerksanlagen, die dort stehen, vom Verbund, weil diese ganze Gegend dort ist eine große Stau- beziehungsweise Pumpspeicher, Kraftwerksanlage. Und das hätten wir uns eben auch anschauen wollen, aber da war dann so viel los, dadurch, dass das eben ein Fenstertag war und da, den sich ziemlich viele Leute offensichtlich freigenommen haben. Und das haben wir dann bleiben lassen, weil wir gesagt haben, wir hätten uns dann mal wahrscheinlich schon mal eine Stunde anstellen müssen, dass wir mal überhaupt die Tickets kriegen, dann wahrscheinlich noch mal eine Stunde, 1,5, bis wir darauf fahren können. Und dann ist eigentlich
fast schon ja, der halbe Tag rum, ohne dass wir jetzt wirklich was gemacht haben. Und ja, das war dann irgendwie auch nicht so wirklich das Beste, Tollste. Und so haben wir das dann bleiben lassen, sind dann weitergefahren. Und zwar auf die Märchenwandermeile in die Drachenschlucht. Das Ganze ist ein Wanderweg über, ich schätze mal, sowas, was werden es gewesen sein, 3 Kilometer vielleicht. Und ist wirklich ausgelegt für Kinder. Also das ist wirklich für Kinder gemacht. Und man kommt dorthin, kauft einmal die Karten, fahrt dann mit so einem quasi Autobus, der im Prinzip ein Traktor mit Anhänger ist, und im Anhänger sitzen die Leute drinnen, fährt man dann zum Startpunkt von diesem Wanderweg und wandert dann den Weg entlang, hat dort dann verschiedenste Märchenfiguren und Drachen und alles Mögliche, was man dann, was entlang des Weges einfach aufgestellt worden ist, und eben auch einige Szenen aus verschiedensten Märchen, wie Rotkäppchen, wie Hänsel und Gretel und so weiter, die da halt mit sehr viel Liebe, muss man sagen, nachgebaut worden sind. Und das ist sehr nett für zum Wandern dort, auch für Kinder halt super, weil dort natürlich alle 200 Meter irgendwie ein Spielplatz oder sonst irgendwas ist, wo die Kinder was machen können. Das heißt, das ist halt sehr abwechslungsreich und dementsprechend ja, macht das natürlich auch bei den Kindern gute Laune. Was für uns jetzt weniger schön und weniger toll war, war, dass dieser Märchenwanderweg oder diese Märchenwandermeile extrem überlaufen war. Also da waren auch sehr, sehr viele Leute. Klar, das Wetter war schön und Fenstertag, und ja, das haben sich halt mehrere Leute gedacht, dass man dort hingehen könnte. Aber okay, war halt so, muss man auch damit leben, ist aber halt nicht so wirklich unseres. Also uns sind halt so eher einsamere Wege eigentlich lieber. Aber gut, bei sowas muss man halt irgendwie damit rechnen und damit leben, dass dort halt einfach auch sehr viel los ist. Das große Highlight von der Märchenwandermeile ist dann sicherlich die Drachenschlucht bzw. die Hängebrücke, die über die Drachenschlucht drüber geht. Und für größere Kinder gibt es dort dann auch wieder angeboten der Hexenritt. Ist im Prinzip entlang der Hängeseilbrücke, kann das Kind dann sozusagen auf einem Art Sessellift dann die Brücke entlang fahren. Die kriegen dann ziemlich einen Speed drauf, also die sind da ganz schön flott unterwegs. Und ja, dann werden sie wieder zurückgeholt natürlich an den Ausgangspunkt, und das Ganze wird dann eben als Hexenritt von der Hexe Kniesebein betitelt und ist sicherlich für größere Kinder sicherlich das große Highlight auf der Tour, wenn man das macht. Jo, von der Drachenschlucht ging's dann weiter auf die Malta Hochalmstraße. Die Malta Hochalmstraße geht von Malta weg, aber nicht, dass man jetzt glaubt, dass wir jetzt auf der Insel Malta waren, sondern Malta ist eine Ortschaft in Kärnten, und zwar am Ende eines großen Tals, nämlich dem Maltatal. Und dort ist dann auch die Straße aus. Also im Maltatal endet dann die Straße und man kann dann hinauffahren zur Talsperre, die am oberen Ende errichtet ist. Da oben sind also zwei große Stauseen. Der ganz große, der Hauptspeichersee sozusagen für das Speicherkraftwerk, fasst irgendwas bei, ich glaube, 200 Millionen Kubikmeter Wasser. Also da ist schon ganz schön was drinnen. Ist mit ungefähr 200 Meter Höhe auch die höchste Staumauer in Österreich. Die größte Talsperre. Ist also noch größer als Kaprun, was schon ziemlich mächtig ist. Und
die wollten wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Und auch die Straße hinauf ist sehr schön und kann man sehr viele schöne Ausblicke auch genießen und viele Fotos machen und viele Fotostops einlegen. Ja, war auch ganz nett die Fahrt darauf. Und wir sind da dann hoch und haben uns dann die Malta-Talsperre auch angeschaut, die Talsperre, die da oben steht. Dort oben auf der Staumauer ist auch ein großer Kranwagen gestanden, weil sie da für irgendein Bungee-Jump-Event offensichtlich was hergerichtet haben. Wobei ich ehrlich sagen muss, also da würden mich definitiv keine 200 Pferde dazu bringen, dass ich da runterhupfen würde. Aber okay, jedem das seine. Ich habe jetzt keine Höhenangst, aber das muss jetzt nicht wirklich sein. Aber okay, jeder findet halt seinen Spaß woanders und ist ja okay. Und ich denke, da gibt es sicherlich einige, denen das großen Spaß bringt, wenn sie da an der Staumauer entlang runterspringen können. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das für jemanden, der gern Bungee-Jumpen geht, ein ziemliches Highlight und ein ziemliches Erlebnis sein dürfte. Aber okay, wir haben das mal auslassen und haben uns dann mit dem Besucherzentrum begnügt und sind dann wieder hinuntergefahren die Hochalmstraße und sind dann noch bei ein paar Wasserfällen stehen geblieben auch, wo wir eben auch mal Fotos gemacht haben und so weiter. Und wir waren dann auch noch beim blauen, wie heißt der, blauer Topf? Blauer Tumpf, so. Der da unten auch noch liegt. Hier am unteren Ende dieser Hochalmstraße sind circa 500 Meter zum Gehen, ziemlich tief in eine Schlucht hinunter, und in diese Schlucht stürzt ein Wasserfall hinein, und am unteren Ende dieses Wasserfalls bildet dieser Wasserfall ein großes Becken, und das ist eben dieser blaue Tumpf. Dort haben wir viele, viele schöne Fotos gemacht, und das Schöne war, dort war wirklich außer uns niemand. Und das war so richtig schön ruhig und beruhigend, vor allen Dingen mit dem Wasserfall im Hintergrund. Und ja, das war richtig schön. Also das ist auf alle Fälle, wenn man dort unterwegs ist, eine Empfehlung. Das sollte man auf alle Fälle machen, wenn man sich die Hochalmstraße schon anschaut. Dann sollte man auf alle Fälle auch diesen blauen Tumpf machen. Ja, und damit war eigentlich dann der Tag auch schon wieder ziemlich rum. Wir sind dann schon, ja, erst kurz vor 20 Uhr eigentlich aus dem Maltatal herausgekommen, sind dann zurückgefahren nach Villach. Also das Maltatal, das ist der Spital an der Donau und noch ein Stück weiter Richtung ÖBB Tauernschleuse. Also das ist dann schon nochmal ein schönes Stück weg, das ist da bei Malnitz in der Nähe. Und ja, also ist ein schönes Stück zum Fahren. Und ja, wir sind dann wieder zurück ins Hotel und haben damit auch den Tag wieder gut sein lassen. Oh, dann kommen wir zum dritten Tag, dem 17. August. Das war der Samstag. Und da stand dann, ja, Klagenfurt und Umgebung auf dem Programm. Und die erste Station war direkt in Klagenfurt der Minimundus. Der Minimundus ist einigermaßen bekannt, nennt sich irgendwie so Minimundus Mini-Welt oder so. Im Prinzip ist das eine Modelllandschaft, wo viele Sehenswürdigkeiten aus der ganzen Welt maßstabsgetreu nachgebaut werden.
und dann ausgestellt werden. Also da gibt es natürlich einiges aus Österreich, aber eben auch einiges international, wie das Weiße Haus von den Vereinigten Staaten oder die große Moschee in Istanbul oder Eiffelturm oder auch die Space Shuttle Startrampe von Cape Canaveral ist nachgebaut und ja, viele Schlösser und Burgen und. Also mit sehr viel Liebe zum Detail und die Modelle werden wirklich in jahrelanger Arbeit erstellt und die sind wirklich sehr detailgetreu bis wirklich in kleinste Details hinein. Und es ist wirklich hochinteressant zum Anschauen. Und auf alle Fälle für den Minimundus empfehlenswert die Kärnten gerade, weil da gibt es 50% Rabatt auf den Eintritt. Und der Eintritt ist nicht ganz billig, weil der kostet Normalpreis, glaube ich, für Erwachsene 13 Euro. Aber mit der Kärnten-Card ist das eigentlich dann ganz okay. 6,50 ist eigentlich ganz okay. Und wie gesagt, das ist halt wirklich sehr viel Aufwand, diese Modelle zu bauen und auch zu pflegen. Und das, von dem her ist es dann schon okay, dass da auch entsprechende Eintrittspreise verlangt werden. Wobei ich sagen muss, also der Normalpreis mit 13 Euro, den finde ich schon ein bisschen happig. Aber die 6,50 mit der Kärnten-Card, das ist dann wieder okay. Ja, und den Minimundus, den haben wir relativ lang durchstreift. Da waren wir sicher zweieinhalb Stunden unterwegs. Und sind dann weitergefahren ein Stück an den Globeiner See nach St. Kanzian. Der Globeiner See ist ein etwas kleinerer See, also bei weitem nicht so groß wie der Wörthersee, aber ein sehr schön gelegener See mit angenehmem Wasser und dort wollten wir einfach baden gehen. Das war so der Badeausflug für den Tag und war halt leider auch so, dass auch der Samstag ein sehr schöner Tag war, was jetzt nicht schlecht ist, aber das Problem war halt, dass dann halt auch entsprechend am Strandbad am Globeiner See auch sehr, sehr viel los war. Also auch dort waren sehr viele Leute und die untere Liegewiese eigentlich komplett voll. Und ja, wir haben uns dann auf die obere Liegewiese gelegt. Aber so irgendwie wirkliche Erholungsstimmung war dort dann eigentlich nicht wirklich angesagt. Und deswegen sind wir dann auch relativ bald wieder weiter gefahren. Sind dann zuerst noch was Mittagessen gegangen, beim sogenannten Menüwirt, der Name von dem Wirtshaus wirklich Programm ist, also der hat auf seiner Karte wirklich hauptsächlich Menüs, und zwar, ich glaube, 12 verschiedene oder 14 verschiedene Menüs, die er anbietet, mit allen möglichen Sachen, und was ich sagen muss, eigentlich sehr gute Preise und eine wirklich verdammt schnelle Küche. Also wenn man mal nicht viel Zeit zum Mittagessen hat, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert, dort vorbeizuschauen. Das Essen ist gut. Ein sehr reichhaltiges Salatbuffet, wo man sich selber nehmen kann, und eine wirklich schnelle Küche. Also muss man sagen, ist auf jeden Fall den Besuch allemal wert. Ja, und dann sind wir noch nur ein ganz kurzes Stück weitergefahren in die Walderlebniswelt. Ist im Prinzip ein riesengroßer Spielplatz, hat aber eine sehr interessante Attraktion dabei, nämlich einen Baumwipfelweg. Und von diesem Baumwipfelweg gehen zwei Rutschen runter, da sind etliche Hängebrücken drinnen und ja, das Ganze ist halt ein Riesenspielplatz mit Schaukeln, mit Seilbahnen, mit einer Riesensandkiste, mit Labyrinth und was weiß der Teufel, was dort alles ist. Ein Fuchsbau, also Tunnelanlage und. Und ja, dort kann man wahrscheinlich mit Kindern den ganzen Tag verbringen, wenn man will. Wir waren dann ja dort sicher auch gute 2 Stunden, wenn nicht sogar noch länger drinnen, und haben da dem Clemens austoben lassen und natürlich
das ist ja das Schöne, wenn man mit Kindern unterwegs ist, man kann ja dann auch als Erwachsener diese ganzen Sachen ausprobieren, ohne dass man jetzt irgendwie blöd dasteht. Und ja, das haben wir natürlich dann auch intensiv genutzt und speziell die Rutschen und diese Sachen, die haben schon Spaß gemacht, weil wenn man dann mal von, weiß ich nicht, so 20 Meter Höhe eine Rutsche runterrutscht von den Spitzen von den Bäumen, dann kriegt man dann schon auch einen ganz schönen Speed drauf und das macht richtig Laune. Also das hat nicht nur dem Clemens Spaß gemacht, sondern uns anderen auch. Und ja, dementsprechend waren wir da ziemlich lange dann dort. Und es war aber dann noch ziemlich heiß und irgendwie haben wir dann gesagt, eigentlich wäre es ganz nett, wenn wir nochmal eine Runde schwimmen gehen könnten. Und haben uns dann einen anderen See gesucht. Und zwar in Villach. Also wir sind dann zurückgefahren nach Villach. Hatten allerdings bei den ersten beiden Seen, nämlich beim Magdalenensee und wie der zweite geheißen hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr, hatten wir Pech, weil die komplett rundherum verbaut sind mit Privatgrundstücken und man eigentlich zu dem See nicht wirklich hinkommt. Zumindest haben wir keinen Zugang gefunden. Und ja, wir sind dann nochmal weitergefahren und der letzte Versuch war dann der Wassacher See, der auch dort die gleich in der Nähe war und dort kommt man schön hin beim Campingplatz, da ist ein öffentlicher Zugang, der kostet auch nichts, also dort kann man gratis hingehen und kann dort dann schwimmen gehen. Und der Wassacher See ist ein sehr kleiner See, muss man sagen, aber ein unheimlich angenehmes Wasser, unheimlich weich und auch nicht ganz so warm wie der Klubeiner See, also das war auch wirklich noch eine Erfrischung, wenn man da reingegangen ist. Und ja, da haben wir uns dann nochmal ausgetobt, sind dann nochmal eine Runde schwimmen gegangen und haben dort dann eigentlich den Tag sozusagen ausklingen lassen. Sind dann von dort eigentlich nur mehr zurück ins Hotel und das war's dann für den Tag auch wieder. Jo, und dann kommt auch schon der vierte und letzte Tag an die Reihe, nämlich der Tag der Heimreise, der Sonntag, der 17. August. Und da stand ein ganz großes Highlight für mich persönlich auf dem Programm, nämlich die Großglockner Hochalpenstraße. Zu der komme ich aber dann später, weil auf dem Weg dorthin haben wir noch ein paar andere Sachen mitgenommen. Und zwar war unsere erste Station das Pilzmuseum. Das Pilzmuseum ist ein privat betriebenes Museum. Und zwar wird das betrieben von einem leidenschaftlichen Schwammerl-Fan, wie man bei uns so sagt. Also Pilze sind ja bei uns in Österreich Schwammerl. Und der ist leidenschaftlicher Schwammerlsucher, der schon, ich glaube, seit 15 Jahren oder so da unterwegs ist und sich irgendwann zum Ziel gesetzt hat, die verschiedensten Pilze bzw. Fruchtkörper von den Pilzen nachzubauen als Modelle und stellt die eben in so einem kleinen privaten Museum aus. Auch das ist bei der Kärnten Cut dabei und liegt eigentlich ganz gut am Weg oder sogar ziemlich direkt am Weg eigentlich. Also das ist kein großer Umweg, wenn man von Villach zur Großglockner Hochalpenstraße fährt und das ist wirklich sehr sehenswert, weil es ist sehr liebevoll gemacht, sehr detailliert und man merkt da wirklich, wie viel Liebe da in diese Modelle hineingesteckt wird. Und es werden auch verschiedenste Aspekte von den Pilzen gezeigt, also man sieht dann auch viele Vergrößerungen, wo man dann die Sporenkörper sieht und die Sporen selber und wie das alles so funktioniert und auch die Symbiosen mit den Bäumen und anderen Pflanzen, die Pilze ja in der Natur gerne eingehen. Und das Ganze wird wirklich sehr anschaulich
dargestellt und ist auf alle Fälle einen Besuch wert, dieses Museum. Kann man auf alle Fälle empfehlen. Ja, vom Pilzmuseum ging es dann weiter in Richtung Hochalpenstraße. Und da haben wir dann nochmal einen kleinen Zwischenstopp gemacht beim Jungfernsprung. Der Jungfernsprung ist ein Wasserfall, der seit jeher eigentlich als Kraftplatz gilt, der also auch in den Sagen immer wieder positiv erwähnt wird. Und ja, das ist beim Jungfernsprung ist dann so ein Parkplatz mit einem kleinen Restaurant dabei, wo man recht schön auf den Wasserfall hinsieht und wo man den auch sehr schön fotografieren kann. Da ist dann auch so eine kleine Aussichtsplattform noch dort, um so ein bisschen einen anderen Betrachtungswinkel dann zu bekommen auf den Wasserfall. Und ja, dort haben wir einfach nochmal einen Fotostopp eingelegt. Man könnte auch zu dem Wasserfall hingehen und so einen Wassererlebnisweg oder Wissensweg oder wie auch immer machen. Dauert ungefähr eine Stunde und da kommt man dann wirklich direkt zum Wasserfall hin. Das haben wir aber auslassen, weil wir eben noch eine ziemlich lange Fahrt vor uns gehabt haben und haben uns dann wieder auf den Weg gemacht zur Großglockner Hochalpenstraße. Die Großglockner Hochalpenstraße ist wohl die berühmteste Gebirgs- und Mautstraße in Österreich und zählt sicher zu den Top-Sehenswürdigkeiten bei jedem Österreich-Urlaub und Österreich-Besuch. Die sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Und die ist also wirklich sehr, sehr sehenswert. Und wir sind dann hinaufgefahren, zuerst mal auf die Franz-Josefs-Höhe, zum größten Gletscher in Österreich, zur Pasterze. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einen ziemlichen Schreck bekommen, weil wir sind dann mit der Gletscherbahn nach unten gefahren und so auf halber Strecke, das ist also die Gletscherbahn ist auch so ein Schrägaufzug, eine Schrägseilbahn, und so ungefähr auf halber Strecke von dieser Bahn hängt ein Schild, Gletscherstand 1950. Und am unteren Ende, bei der Talstation sozusagen von dieser Schrägseilbahn, steht dann Gletscherstand 1960. Und man wird dann so im 5- bis 10-Jahres-Rhythmus sozusagen nach unten geführt. Und wenn man sich das so anschaut, wenn man dort bei der Talstation von dieser Gletscherbahn steht, und dann in das Tal nach hinten zum Gletscher schaut, muss man sagen, das ist echt erschreckend und unglaublich, welche Eismenge dort in den letzten 60 Jahren, abgeschmolzen ist. Wie stark sich dieser Gletscher zurückgezogen hat. Und dort kriegt man halt die, ja, ich möchte es nicht Klimawärmung sagen, aber die klimatischen Veränderungen, denen wir momentan unterliegen, ohne dass die Diskussion aufwerfen zu wollen, wodurch die verursacht werden. Aber dort wird einem das wirklich bewusst, dort sieht man das so richtig erschreckend, hautnah und fast schon schockierend, wie stark dieser Gletscher dann sich tatsächlich dort zurückgezogen hat in 60 Jahren. Das ist, finde ich persönlich, sehr erschreckend und hat mich sehr nachdenklich auch gemacht, eigentlich, wie ich da oben gestanden bin. Ich meine, klar, es waren natürlich faszinierende Fotomotive dabei und das war schon sehr faszinierend, da zu diesen Gletscher zu schauen und diese trotzdem Urgewalten, die da wirken. Aber dieser Gletscherrückzug hat mich schon sehr nachdenklich gemacht eigentlich. Allerdings hat dieser Gletscherrückzug auch eine positive Seite, und zwar für die Wissenschaft, weil
durch den Rückzug von dem Eis immer wieder sehr alte Fossilienfunde freigelegt werden. Also da finden sich Baumstämme, die 10.000 Jahre alt sind. Dort finden sich verschiedenste Torfschichten und alles Mögliche, was man zur Analyse dann auch heranziehen kann. Und natürlich auch einige Fossilien und so weiter. Was aber natürlich zeigt, dass diese Region, bevor sie vergletschert worden ist, auch einmal bewaldet war. Also man muss das halt auch irgendwo ein bisschen realistisch sehen und einfach sagen, Warm- und Kaltperioden hat es auf der Erde immer wieder gegeben im Wechselspiel. Und wir befinden uns halt momentan am Ende einer Eiszeit und am Übergang zu einer Wärmeperiode. Und sicher ist einiges bestimmt auch durch unser Industriezeitalter beeinflusst und beschleunigt. Das auf jeden Fall. Da glaube ich, brauchen wir uns auch keine Illusionen machen. Aber diese Warm- und Kaltperioden gab es halt auf der Erde eigentlich immer. Und da muss man sagen, kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, wie schlimm das jetzt wirklich ist und welche Auswirkungen das auf zukünftige Generationen hat und. Aber das ist dann schon wieder eine sehr philosophische Angelegenheit, die ich da jetzt eigentlich nicht wirklich erörtern will, weil könnte man stundenlang wahrscheinlich drüber reden und wird zu einem wirklich vernünftigen Ergebnis kommen. Und von dem her lasse ich das jetzt einfach mal im Raum stehen, aber wie gesagt, für die Wissenschaft ist es eben durchaus auch interessant, dass das Eis abschmilzt, weil eben dadurch die Möglichkeiten geschaffen werden, auf die Funde sozusagen, die sonst eigentlich unter dem Eis ja begraben wären, dann doch irgendwo zurückgreifen zu können. Und das ist sicher von dem her für die Wissenschaft interessant. Und da gab es auch im Ü1 unlängst im wie heißt das? Die Naturinformationssendung. Fällt mir jetzt nicht ein. Gab es auf jeden Fall auch mal so eine Reihe drüber, über eine Woche, wo auch immer wieder so über diese Funde dann auch erzählt worden ist, die dort eben auf der Pasterze oder unter der ehemaligen Pasterze sozusagen gemacht wurden. Eben alte Baumstämme und so weiter, die man da gefunden hat. Was eben durchaus interessant ist für die Wissenschaft. Aber halt erschreckend für einen selbst, wenn man die Klimaerwärmung doch so massiv vor Augen geführt bekommt, wie das dort der Fall ist. Also das ist halt schon, ja, also mich hat es wirklich nachdenklich gemacht. Kann natürlich jetzt jeder dazu stehen, wie er will, überlasse ich jetzt jedem selbst, das zu beurteilen. Ja, von der Franz-Josefs-Höhe ging es dann weiter die Großglockner Hochalpenstraße entlang, zwar hinüber bis nach Salzburg, durch das Hohe Törl durch, gelangt man dann eben von Kärnten nach Salzburg und auf der Salzburger Seite geht es dann in vielen, vielen, vielen Serpentinen wieder hinunter. Und das war ein bisschen mühsam, weil wir ein paar sehr, sehr langsame Autofahrer vor uns hatten, die irgendwie nicht wirklich viel weitergebracht haben. Also wir sind dann irgendwie so mit nicht ganz 50 Stundenkilometern die Hochalpenstraße runtergefahren. Ging dann sogar so weit, dass mir dann schon die Rennradfahrer hinten im Nacken gesessen sind. Das hat sich ziemlich gezogen darunter. Es war ziemlich zart und mühsam. Aber gut, haben wir dann auch irgendwann hinter uns gebracht und haben uns dann ja eigentlich auf den Heimweg begeben von Salzburg nach Hause und waren dann natürlich noch mal irgendwas bei 250 oder sogar 300 Kilometer, die wir da dann noch vor uns hatten.
Und dann war es natürlich so, aufgrund Reisewochenende, Sonntag, Nachmittag, Abend, natürlich große Rückreisewelle und natürlich Riesenstau auf der Dauernautobahn, dem wir natürlich entfliehen wollten. Und wir sind dann dementsprechend über St. Johann in Pongau und Schladming dann weitergefahren durch die Steiermark auf die Semmering-Schnellstraße und über die Semmering-Schnellstraße dann auf die Südautobahn und von dort dann nach Hause, wobei wir dann das letzte Stück auch über das Helenental bei Baden gefahren sind, weil natürlich auch auf der Südautobahn Richtung Wien dann das letzte Stück auch nochmal Stau war, aufgrund vom Rückreiseverkehr und Pendlerverkehr und alles, was da halt dann zusammenkommt. Aber wir sind dann schlussendlich irgendwann so gegen 9:30 am Abend dann doch glücklich und zufrieden zu Hause angekommen und haben damit unseren Kurzurlaub in Kärnten dann beendet. Jo, in die Shownotes stelle ich euch natürlich die ganzen Links zu den Sachen, die wir uns angeschaut haben und die wir besucht haben. Und natürlich gibt es auch wieder einige Fotos. An der Stelle auch wieder der Hinweis, die Fotos gibt es auch in den Kapitelmarken im MP4-Format von unserem Podcast. Also da könnt ihr auch reinschauen. Und wenn ihr einen Player habt, der das unterstützt, wird er euch zu den entsprechenden Stationen das dann anzeigen. Und ja, ansonsten vielleicht noch ganz kurz zur Technik. Ich nehme das Ganze ja mit meinem neuen Lavalier-Mikrofon auf, was ich mir geleistet habe von Rode. Was mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist das Rauschverhalten von dem Mikrofon. Das gefällt mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz, aber da werde ich jetzt mal schauen, was mir da auf Phonik noch zaubern kann. Ich hoffe, dass ich das Rauschen so weit reduzieren kann, dass es dann beim Anhören nicht mehr stören wird. Ich hoffe es stark, ich werde es versuchen, da das möglichst Beste noch für euch rauszuholen, damit euch da jetzt nicht die Ohren zum Wehtun anfangen, wenn ihr den Podcast hört. Ich denke aber mal, wenn ich dann mal wieder draußen unterwegs bin, wird sich das wahrscheinlich sowieso erledigen, wenn man dann das Rauschen wahrscheinlich sowieso nicht hören wird, weil das von diversen anderen Geräuschen überdeckt werden wird und von dem her sollte das dann auch nicht das große Problem dann schlussendlich sein. Gut, in diesem Sinne werde ich für heute mal Schluss machen. Ich denke, die Podcast-Aufnahme ist eh schon wieder lang genug und werde ich da jetzt mal wieder sozusagen in die Freiheit entlassen und ja, mal schauen, was es dann jetzt am kommenden Wochenende gibt. Weiß ich noch nicht so genau, was ich unternehmen werde, wo ich unterwegs sein werde. Mal schauen, was sich da so ergibt. Aber bis dahin wünsche ich euch auf alle Fälle eine schöne Woche. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at